So, willkommen zurück, endlich zu, hoppala, das ist aber, ja, schon besser, zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wir laufen immer noch als dieser hübsche junge Mann hier rum, namens Goyle, und wir müssen jetzt irgendwie darüber. Naja, und, naja, das ist ein bisschen schwieriger als gedacht. Tja, da hinten geht's offenbar irgendwie rein, gucken wir da als erstes lang. Das ist ein Geheimnis? Ui. Ha! Wir machen hier doch schon das Schloss nicht sauber, das geht nicht. Oh, diese Stimme, ey. Allein die habe ich ja schon so vermisst. Nicht! Yay, es gibt mal wieder Bohnen. Mensch! Die brauchen wir echt unbedingt noch. So. Diese Filmsequenz hier, ne? Die könnt ihr euch schon mal merken. Die werden wir nämlich nie wieder sehen. Und ihr müsst sie doch richtig genießen. Guckt mal. Einmal zeige ich sie euch noch. Oh. Nein, es kann gut sein, dass wir die nochmal sehen müssen, weil dieses nette kleine Jump'n'Run, was da gerade ausgefahren ist, das ist scheiße. Boah. Ja. Man kann es echt nicht anders sagen. Es ist jetzt nicht schwierig, aber wir sind da schon sehr oft auf dem Rückweg aus irgendeinem Grund runtergefallen. Ich weiß nicht mal genau, wie der aussieht. So. Bevor ich zu dem eigentlichen Thema dieses Videos noch komme, lesen wir jetzt die Karten noch eben durch. Elfrieda Kleck, 1612 bis 1687, ältestes Mitglied des Zaubererrates. So alt ist die doch gar nicht aus. Ach so, die ist wahrscheinlich auch verstorben. Ja. So, eigentliches Thema von dem Video sind zwei Dinge. Einerseits eine Frage, eigentlich sind es zwei Fragen. Okay, Nummer 1. Ihr wisst ja, dass ich überlegt hatte, ein 100-Abonnenten-Special zu machen. Ehrlich gesagt würde ich von dieser Idee fast wieder Abstand nehmen wollen. Was mitunter daran damit zusammenhängt, dass, naja, wir zwar bei 100 Abonnenten angekommen sind, allerdings, naja, sagen wir so, die Zuschauerquoten sind jetzt noch nicht so... Oh, oh. Da war ich so ungeduldig. Sind jetzt noch nicht so bombastisch. Damit möchte ich jetzt nicht irgendwie andeuten, dass... Ne? Also, es sind schon einige. Aber ich habe mir sagen lassen, dass sehr wenige tatsächlich nur noch bei 100 Abonnenten überhaupt ein Special machen. Und würde dementsprechend vielleicht auch bis zu den 200 Abonnenten warten, wenn ihr nichts dagegen habt. Wenn ihr natürlich sagt, doch, wir würden das gerne haben, dann werde ich das natürlich auch gerne für euch tun. Das ist jetzt nicht das Problem. So, das eigentliche Thema, worum es eigentlich gehen soll in diesem Video, ist eine andere Frage. Und zwar, jetzt habe ich gerade selbst vergessen, worauf ich hinaus wollte. Mensch, bestes Commentary ever. Nee, ja. Wow. Nee, ja, super. Ich werde einfach besser im Reden, das merke ich schon. Es kommt davon, dass ich gerade nicht so gut zum Aufnehmen komme übrigens. Weil Let's Playen fördert rhetorische Begabung. Oder das, also besser gesagt, wenn man denn überhaupt welche hatte. Wenn man sie nicht hatte, dann natürlich nicht. Und in meinem Fall, ich habe nämlich keine. Aber es hilft dabei, es zu überdecken, dass man keine hat. Also rhetorische Begabung, Redebegabung. Die habe ich nämlich nicht. Was vielleicht auch daran liegt, dass man sich sowas antrainieren muss. Ach, ich schweife wieder total ab. Also, worum es gehen sollte. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich weiß es nicht, dass ich in letzter Zeit nur immer jeden zweiten Tag von einem Projekt was hochlade. Das heißt, ich habe zwar zwei Projekte am Laufen, lade aber trotzdem nur ein Video pro Tag hoch. Oh. Ich wollte von euch jetzt hören, fändet ihr es besser, wenn ich, es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Also entweder ich mache so weiter, wobei ich aber mal überlegt habe, ob es nicht vielleicht eher kontraproduktiv ist, wenn immer ein ganzer Tag dazwischen liegt, besser zwei Tage dazwischen liegen, bevor es mit dem Projekt weitergeht. Und Nummer zwei wäre dann eben, ich mache wieder zwei Videos am Tag und mache jedes Projekt einmal am Tag. Wobei ich aber gut verstehen kann, dass das vielleicht einigen zu viel ist. Ja? Weil erfahrungsgemäß ist es eher so, wenn ich ein Video pro Tag hochlade, sage ich mal, hat das momentan, ich will jetzt nicht lügen,
Circa, sagen wir mal großzügig 5 Aufrufe, ja? 5. Das kommt jetzt einem natürlich ein bisschen wenig vor, aber wurscht. Darum geht's mir auch überhaupt nicht so sehr. Wenn ich hingegen 2 Videos am Tag hochlade, läuft es darauf hinaus, dass ich trotz allem insgesamt circa 5 Aufrufe, wenn nicht sogar weniger habe. Woran das jetzt genau liegt, da will ich jetzt nicht genau reden. Das hat bei jedem verschiedene Gründe, warum er sich zum Beispiel nur ein Video anguckt, zum Beispiel nur die Lieblingsspiele oder ähnliches. Oh, das war knapp. Schaffen wir das? Achso, das kommt noch auf uns zu. Das heißt, das ist Möglichkeit 2. Hatte ich noch eine Möglichkeit 3? Moment. Ich bin mir gerade noch sicher. Habe ich nicht noch eine Möglichkeit 3 überlegt? Also so weiter wie bisher. Jeden Tag 2 Projekte. Achso, und das andere wäre, ich mache jeden Tag weiterhin ein Projekt, aber ich beschränke mich auch insgesamt auf ein Projekt. Das heißt, ich würde dann jeden Tag sozusagen das gleiche Projekt hochladen. Was vielleicht ein bisschen langweilig klingen mag. Was es wahrscheinlich auch ist. Deswegen bin ich, was diese Option angeht, auch etwas skeptisch. Deswegen bin ich auch momentan bei meinem 2 Videos sozusagen und jeden Tag einfach immer abwechselnd, dass ein bisschen Abwechslung drin ist. Mensch, gut formuliert. Aber ich glaube, so ist es verständlich. Huch. Ach cool, da kommt man echt mal nicht durch. Gut. Also, wie gesagt, Möglichkeiten, entweder 2 Videos am Tag mit 2 verschiedenen Projekten oder 2 verschiedene Projekte und jeweils abwechseln oder ein einziges Projekt und jeden Tag. Das sind so die Möglichkeiten. Wobei das mit dem einen Projekt jeden Tag, dann würde ich wahrscheinlich noch irgendwie hin und wieder mal ein Zwischenprojekt reinhauen, damit mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. So, gut, das war's zu dem Thema. Und jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns wieder aufs Spiel, denn wir sind jetzt im Gemeinschaftsraum der Slytherins angekommen. Das ging irgendwie schneller, als ich es in Erinnerung hatte. Und auch hier müssen wir wieder gucken. Denn hier werden wir ganz bestimmt nicht wieder herkommen. Aha. Ich glaube, hier hinter war eine Bibliothek. Nee. Dahinter ist eine dicke, fette Spinne. Und ein paar kleinere Spinnen, die allerdings auch schon für meinen Geschmack zu groß wären. Hui, Mensch, ihr seid echt gefährlich. Und zack. Ach, hier ist doch die Bibliothek. Ja, schau mal einer und gucke mal da. Das Tolle ist, dieser Geheimgang ist so gesehen komplett überflüssig, weil, wie man da eben unschwer erkennen konnte, man kommt hier sowieso hin. Deswegen weiß ich auch gar nicht genau, wofür der gut ist. Oh. Wahrscheinlich kommt jetzt Bohnen raus und die fallen auf den Boden. Nee. Oh. Ich wollte da noch gar nicht runter. Aber wir gucken uns erstmal natürlich die Bildkarte wieder an. Justus Pillywiggle. Was für ein schöner Name. 1862 bis 1953 Chef der Abteilung für magische Strafverfolgung. Die sieht aber viel zu nett dafür aus. Um so ein richtig knallharter Bulle zu sein, der niemandem was durchgehen lässt. Ey. Cool, das geht trotzdem wieder auf. Ich will ja gucken, ob... Okay, da kommt man gar nicht hoch. Kommt man da nicht wirklich einfach so hin, wenn man hier lang gegangen wäre? Ja, was soll denn das dann? Das ist komplett überflüssig, oder? Oder ist da in dem Gang doch noch irgendwas drin gewesen, was ich jetzt einfach übersehen habe? Vielleicht muss man einfach alle Spinnenleben entfernen. Damit wirklich was passiert. Es scheint mir aber nicht so. Hm. Wieso sind einige Kerzen aus? Alohomora! Ja, jetzt gebt er auf. Ja, hallo. Danke. Immer diese klemmenden Geheimgangstüren. Na? Ich glaube nicht, dass wir Slytherins uns irgendwelche Sorgen machen müssen. Red mit dem Hinterkopf. Der wundert sich auch nicht mal, dass die ganzen Regale plötzlich verschwunden sind oder... Oh. Hallo? Achso. Mann, was für eine miese Hexe. Krieg ich noch ein paar Spinnen, die mir an den Arsch gehen? Nee. Besser am Arsch vorbei, weil jetzt sind sie wieder weg. Da wollen wir noch nicht hin. Oh. Ich habe jetzt eigentlich nur ganz random losgelassen. Das war gar nicht unbedingt beabsichtigt. Und damit hatte ich auch nicht gerechnet, weil es eben bei der anderen Seite nicht ging. Ha. Da sieht man es mal wieder. Man darf sich in dem Spiel auf nichts verlassen, was man glaubt zu wissen. Außer darauf, dass man mit Linksklick zaubert. Ha! Mensch, das war jetzt geistreich, ne? Morgan Le Fay, Mittelalter, Daten unbekannt, Halbschwester von König Artus.
Schwarzmagierin und Feindin von Merlin. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal erwähnt, dass ich großer Fan von diesen 7 Merlin-Büchern war. Ich weiß nicht mehr genau, welche das waren. Gibt ja verschiedene, wie überall. Und da kam die, glaube ich, auch vor. Aber ich bin mir gerade sehr unsicher. Ich würde jetzt gerne auch das Buch empfehlen, aber ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das hieß. Boah, waren das... Ne, es waren 5 Bücher. Na, wurscht. Ich sollte nicht immer dauernd über irgendwelche Bücher reden. Wardley Platt, 1446 bis 1557, Koboldkiller. Es ist ja schön, dass der so berühmter Killer ist, dass er auf die Bildkarten kommt, also... Hallo, Goyle. Suchst du Draco, Goyle? Malfoy sucht dich. Du wirst ihn wohl suchen müssen. Weil er zu blöd ist, mich zu finden, oder was? Das klang doch irgendwie wirklich so, oder? Wohin so eilig, Goyle? Jedenfalls nicht zu dir. Die scheint hier doch ganz nett zu sein, wenn die mir sowas, sowas sagt. Ich meine... Okay. Miese Dreckskerle mögen sich untereinander vielleicht auch. So, wir gehen mal zu Draco. Ach so, der ist noch da hinten, ne? Gab's hier nicht noch irgendwas Cooles? Hallo, Goyle. Was sind die alle so nett Schöne zu dem? Schöne Ferien, Goyle. Hast du Lust, anderer Leute Geschenke zu demolieren? Wir sollten alle Gryffindors aussperren, bis die Kälte sie versteinert. Vereist, du Vollidiot. Mich wundert, dass die alle wirklich so nett zu dem sind, weil der hat, soweit ich weiß, einen ziemlich miesen Ruf, sogar unter den Slytherins. Einfach, weil er so ein strohdummer Trottel ist. Auf zur Winkelgasse. Piu. Ja. Ich habe echt nie auf diese Bilder geachtet. Ist da irgendwas Wichtiges drauf? Ich glaube nicht. Tja, wir gehen mal hier rein. Erstmal nach rechts. Das war die falsche Richtung, verdammt. Da bist du ja, Goyle. Ich hab dich überall gesucht. Los, mir nach. Man weiß aber wirklich nicht, in welche Richtung man muss, ne? Das ist schwer zu erkennen. Tja, wir werden nie nach links gehen können. Ich hätte speichern sollen. Weißt du, Goyle, ich vermute, Dumbledore will diese Angriffe vertuschen. Was? Er wird entlassen, wenn der Spuk nicht bald aufhört. Was? Der heilige Potter. Freund der Schlammblüter ist auch so einer ohne das wahre Zauberer. Oh nein, wer ist das denn? Und die Leute halten ihn auch noch für den Erben Slytherins. Wenn ich nur wüsste, wer es ist, ich könnte ihm helfen. Du musst doch irgendeine Vermutung haben, wer hinter all dem steckt. Alter, wenn ich die Stimme du höre, weißt, ey. Ich habe keine Ahnung, Goyle. Wie oft soll ich dir denn noch sagen? Aber eins weiß ich. Das letzte Mal, als die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, ist ein Schlammblüter gestorben. Also wette ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis einer von ihnen diesmal umgebracht wird. Diesmal? Ich hoffe, es ist die Granger. Ja, Römer, Draco. Ich gehe jetzt besser. Wohin denn? Zum Krankenflügel. Ja, genau, zum Krankenflügel. Ich habe Bauchschmerzen und ich muss mir eine Arznei holen. Dann mach, dass du wegkommst. Ich habe keine Lust, mir den ganzen Abend dein schmerzverzerrtes Gesicht anzusehen. Das ist auch so schon hässlich genug. Kann ich jetzt nochmal da lang, oder? Ach, tatsächlich. Ich dachte, wir könnten, wären jetzt direkt zurückteleportiert oder so. Du willst doch nicht, dass wir Professor Snape rufen, oder? Ach so, das hier ist der Mädchenschlafsaal. Da könnten wir wirklich Schwierigkeiten kriegen. Können wir eigentlich in den jungen Schlafsaal von den Slytherins? Ich glaube, auf die Idee sind wir damals nie gekommen. Aber ich glaube, es geht auch nicht. Hier ist einfach nur eine verschlossene Tür oder so. Ja. Oh! Hab nix gesagt, Leute. Okay, es lohnt sich sowieso nicht wirklich. Haben wir wenigstens damals nichts verpasst? Ich rede so immer von damals, ey, wie so ein alter Sack. Na gut. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze mit der nächsten Filmsequenz, weil das ist ein richtig cooler Cliffhanger. Gut, bis zum nächsten Mal, sage ich jetzt schon mal, und ich gehe eben in die Filmsequenz. Und muss dann wahrscheinlich ganz schnell auf Pause drücken. Weil, oh Schreck! Ich sollte den Slytherins besser aus dem Weg gehen und mich rausschleichen. Wenn sie mich hier entdecken, wer weiß, was sie dann mit mir anstellen. Oho, bis zum nächsten Mal. Tschüss.